Hallo ihr Lieben, der Herbst schreitet voran und bevor alle Blätter ab sind, habe ich einen Tipp für euch, den ich so super einfach und toll und effektiv und lustig und schön finde. Den muss ich unbedingt mit euch teilen. Und zwar machen wir gefüllte Weinblätter, aber ganz anderer Art. Wenn ihr Weinblätter füllen wollt, egal ob jetzt mit Hackfleisch oder mit dem, was wir gleich machen, nehmt unbedingt nur Weinsorten, die auch essbare Früchte tragen. Denn Zierwein, ich weiß es noch nicht mal genau, ob der giftig ist, aber die Zierweine wie dieses Dreiblatt, mit diesen schönen Blättern, die sind echt giftig. Also zumindest sind die Früchte giftig und ich weiß nicht, wie es mit den Blättern steht. Muss nicht sein, hat sehr viel Oxalsäure. Die Blätter allerdings könnt ihr jederzeit verzehren. Ich habe den ganzen Sommer gesammelt, meine Minze, meine Zitronenmelisse, ein bisschen Blüten sind noch da, die ich nicht in der Blütenzubereitung verbastelt habe. Und aus dem mache ich jetzt Teebeutel. Und zwar wickel ich die einfach in diese Weinblätter ein. Immer eine Portion für eine Kanne oder eine Tasse, wie es euch gefällt, wie groß auch die Blätter sind. Das wickel ich jetzt so zusammen. Und sieht dann aus wie ein bisschen wie eine Zigarre. Ich mache so ein kleines Päckchen draus. Und das Ganze wird am Schluss mit Baumwollgarn, mit gutem, also ich habe hier wirklich ein gutes, unbehandeltes, nicht gewachstes Baumwollgarn, ein Küchengarn. Das wird dann so zusammengebunden und darf jetzt so trocknen. Das ist wahrscheinlich der ökologischste Teebeutel aller Zeiten. Man hat überhaupt keinen Ausschuss, keinen Müll, kein Nichts. Wenn das Weinblatt getrocknet ist, bleibt es dann eigentlich auch ganz gerne in dieser Form. Das ist so eine kleine Zigarre, ich zeige es euch mal her. Da drinnen sind die köstlichsten Sachen für euren Tee. Das Weinblatt selbst darf auch mit in den Tee hinein. Das Ganze löst sich dann so auf, abgesiebt wird es ja dann sowieso. Und wie gesagt, ich finde es auch ein ganz süßes Geschenk. Das muss natürlich jetzt erstmal trocknen. Der Inhalt ist ja schon getrocknet, den solltet ihr nicht feucht reintun. Ich finde es ein wunderbares Geschenk, ist aber auch so schön für einen selber. Man kann große und kleine Portionen machen. Damit könnt ihr vielleicht noch das Glas dekorieren, das man verschenkt, aber bitte nicht hinein in den Tee damit. Ich finde es eine tolle Möglichkeit, die ganzen wunderbaren Früchte des Sommers und des Frühherbstes unterzubringen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.